Wer kommt denn da? Michel! Heieiei, wer bist denn du? Was bist du für ein Schnuggipotz? Oh, warte, ich bin Ihr neuer Mitgründer von diesem schönen Höfli hier. Mein Mitarbeiter? Nein, Mitgründer. Das ist Mitarbeiter. Mitarbeiter kann ich brauchen. Du bist doch nicht Ihr Mitarbeiter. Sie, also du, also wie kann man dir sagen? Du oder sie? Kann ich es nicht erinnern. Es sind auf Ricardo gesehen. Dann sie gesagt, ja, kann ich mit so einer fremden Person den Betrag durch zwei teilen? Und ich bin die andere Person, wissen Sie? Und jetzt auf da, ja. Ah, ja, stimmt. Ich habe ja aus Versehen zu wenig Geld gehabt, für den Hof zu kaufen. Du ja. Zu wenig Geld, ja. Das, Ja, wie es gehören wir? Ja, Papa! Ja. Also. Hey, dann kann ich mal parkieren, hä? Haben Sie auch ein Auto? Ich habe auch ein Auto, Sie können es einfach nicht meins stellen. Sie haben ein Auto? Haben Sie einen Führerschein, glaube ich nicht, hä? Da ist mein Auto. Ich nenne es auch Pinky Stinky. Oh, wow, ist ja genau so wie meins. Ah, ja, stimmt. Es ist viel hässlicher. Was wollen Sie jetzt? Esama. Dann zeige ich Ihnen jetzt einmal meinen Hof, ist das gut? Dann zeigen Sie mal unseren Hof, ne? Ja. Zuerst einmal fangen wir vorne an. Okay. Da haben wir es. Da einfach mal in der Mitte. Hier haben wir das Haus. Wow, ein Haus. Da haben wir den Bello. Wow, der Bello. Der eine Hund, der jetzt gerade vorrum. Ah, da hat er sich überpackt. Da ist er. Das ist der Bello. Du so ein Film. Du verpackte Film. Ja. Dann hatten wir hier unten. Hallo. Ja, wie kann man sie nennen? Wie kann ich sie nennen? Jamie. Okay, Jamie. Dann haben wir hier noch. Ja, unser Hund war mit. So. Ja, da haben wir eine schöne Milchstation. Wie es aussieht. Da haben wir Ding. Kühe. Kuhstall. Ich habe das Eindruck gemolken. Gemilkt. Was, die Kühe drin? Ja, du. Also, dürfen wir du sagen, komm schon. Ja, komm, du. Du Schnur. Du Huren-Sohn. Du Huren-Sohn, ich kann du sagen, du Huren-Sohn. Yeah. Also, das wäre der Kuhstall. Dann hätten wir. Da innen, okay, nein, das ist nicht gescheit. Dann hatten wir hier noch eine grosse Garage. Wow. Wow. Dann hatten wir hier noch. Die Weg finde ich ja sehr schön. Hä? Die Weg finde ich sehr schön. Ja, wo sind sie jetzt gerade an? Alter, ich könnte die Map aufmachen. Ah, ja. Hallo. Dann haben wir hier an. Was haben wir da hin? Nochmal der vordere Teil vom Hof? Ja, das sag ich schon. Und das ist Durchgang. Teil, ja. Das ist schon mein Lieblingsteil. Wo ich nie durchkomme. Aber mein absoluter Lieblingsteil. Ja, da kannst du rauf. Da wird mein Traktor parkiert sein. Aber sowas von. Und dann hier raus. Wow. Dann haben wir hier etwas. Hier hat es Schöfli. Sind das Schöf? Das sind Schöf. Ja. Ich habe gehört, wir haben Pferde. Das ist in der Rat gestanden. Ja. Doch, irgendwo auf der Wiese sollte ein Pferd sein. Wenn wir uns nicht zuerst nur Maschinen zulegen. Nein. Mit unseren Autos kommen wir ja nicht Zeit. Ich würde sagen, wir tun uns mal irgendein Tier zu und um das Tier kümmern. Okay, wir kümmern uns und um. Und jetzt einmal allgemein herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hey, gerade gut, das bist du eigentlich. Es freut mich, dass ihr hier eingeschaltet habt zu diesem neuen Let's Play. Einfach zu unserem. Sei ruhig. Die haben nicht mehr gefragt. Hey! Summer! Wegen deinen schönen Nanten. Ja, es fährt schon gut an, ich weiss. Och, herrje. Was hast jetzt du da gemacht? Nein, wir machen es jetzt so, hatte ich jetzt gesagt, dass wir in jeder Folge uns ein neues Tier zutun und uns dann um das Tier kümmern. Okay, jetzt haben wir für den Anfang mal 45 Kühe. 45 Kühe? Ja.
Und damit würde ich sagen, dass wir uns mal einen schönen Schlepper zulegen. So, und jetzt da hinten, ja, da. Ah, scheiße, was ist da? Ja. Also nicht gescheit, wenn wir da einfach einen winzigen Traktor irgendwo rein. Du hast dein eigenes Parkplatz. So, jetzt haben wir die grossen Motoren. Da hinten ab! Ey, Cedric, mir ist gerade aufgefallen, meine Kreditkarte ist ein bisschen leer. Ich muss kurz die Bank anrufen, ist das okay? Ah, ja, Leute die Bank an, ich kann schon mal das Mittag kochen, gell? Hey, bye-bye! Hallo, da ist die Bank. Grüezi, ist da die Bank? Ja, da ist die Bank. Grüezi, wer ist da? Sind Sie sicher, dass da die Bank ist? Ja, ich glaube schon. ich würde gerne 1,25 Millionen holen, weil ich habe kein Geld. 1,25 Millionen? Ja, das wird jetzt kritisch. Wir haben auf der Bank 600'000. Sie müssen eine andere Bank noch fragen. Aber ich kann Ihnen die 600'000 geben. Okay, das klingt. Oh ja. Wie ist das? Kostet mich das denn? Ah, oh, du, das ist gratis. Ist das gratis? Okay. Das ist gratis. Könnte ich es Ihnen direkt überweisen oder soll ich es Ihnen in Raten zahlen? In Prepaid bitte. Keine Ahnung, was das heisst, aber in Prepaid. Prepaid, ja, voll klar. Ja. Hey, wir Finanzmänner, ja, das, ja. Ja, voll, ja. Ja. Also, gut. Ich überweise es Ihnen Essen gerade. Ade! Ade! Hallo? Da ist irgendeine Bank, ich weiss es nicht mehr genau, wie wir heißen. Was wollen Sie genau? Ich habe jetzt für oben, also fassen Sie es kurz, bitte. Ah, hallo liebe Bank, ich weiss nicht, wie der Name ist und wir haben gleich für oben, also bitte halt... SBU heissen wir. Ja, ich würde gerne Geld haben. Sie würden ja wie viel denn, wenn ich fragen darf. Ist mir eigentlich egal. Sie können einfach gerade alles haben. Es wären 600'000. Ja, das ich würde Geld. Sie würden einfach, ja, das hätte ich auch ehrlich gesagt. Geld. Ja, also dann viel Spaß mit diesen 600'000 bis morgen, wenn sie es zurückzahlen. Nein, Spaß. Cedric! Ja, was ist? Ich habe Geld. Du hast Geld? Wie viel? 5 Rappen. Oh, das ist gut. Ich habe jetzt hier eben die Nacht gekocht, hier innen. Ja. Zum Mittag. ja. Hey, also eben, wir können uns jetzt einen kleinen Traktor noch holen, weil unsere Traktoren sind schon ein bisschen leer. Oha! Massiv! Die sind ein bisschen viel, ja. Für einen kleinen Wagen braucht man auch einen kleinen Traktor. Leute, schreibt in den Chat, dass ihr nicht gelacht habt, weil ich weiss, dass ihr nicht gelacht habt. Ich kann auch alles sagen. Wir können sogar sagen, dass sie irgendwas rassistisch oder so in den Kommentar schreiben. Aber da keiner in den Kommentar schreibt. Juckt's auch nicht. Also, ich würde sagen, wir brauchen dringend eine Sache. Und zwar, Cedric, erzähl doch mal von deinen Oldtimer-Liebe. Ja, ich bin from Rolls-Royce, habe schöne Oldtimer. Ford gibt es auch 2-3 schöne Sachen. So Peugeot weiss ich jetzt nicht. Aber ja, Oldtimer finde ich einfach so etwas Kulturelles, Schönes. Einfach so, ja. Cool Story, Bro. Ja, geil. Also, so, kurz nebenbei. Cool Story, Bro. Ja. Ja, auf was hast du rauswählen? Cool Story, Bro. Okay. Neue Fahrzeuge. Für mich auch. Bleib einfach dort. Ich bleib da. Was kommt denn dort? Kann's fahren? Ich glaub's ja nicht. Ist das nicht etwa ein Oldtimer? Hallo? Was wollen Sie da auf meinem Hof? Ich laufe da jetzt. Was willst du? Nein. Du kannst hinten einsteigen. So, wo geht's an? In unseren Stall oben. Gut, ausgeladen.
Der Sound ist einfach weg. Oh nein. Wo wollen wir den guten alten Traktor hier platzieren zu den anderen rauf, oder? Ja. Das kannst du jetzt gerne machen. Und unser krasser LKW, mit dem wir sehr viel transportieren werden in der Zukunft, den fangiere ich jetzt hier schön irgendwo an. Ja, da werden wir ja so viel brauchen. Da werden wir wirklich viel brauchen. Das ist ein Oldtimer von vielen. Und damit würde ich auch aufrufen, damit schreibt euch in die Kommentare. Jawohl, schreibt es, egal. Was für ein Oldtimer wir hier noch brauchen. Aber bitte schreiben. Kannst du mir Jamie, das, nicht lang... ganz an Anfang schneiden, wo so steht, bitte schreiben einen Kommentar. Nö. Dann ist schon recht verzweifelt, ja, das, ja. Nee. Vorweg schon mal, bitte schreib einen Kommentar. Bitte vergessen. Ich weiß, wie ich da innen soll parkieren. Es hat einfach keinen Platz. Ich habe jetzt so eine Idee, hoffentlich stört es dich nicht. Aber es juckt mich eh. Das ist nicht mein Problem. Ja komm. Ich habe nämlich deinen Traktor ein bisschen auf die Seite geschoben und diesen Traktor neben dir gestellt. Okay, also sehr gut. Dass es ein bisschen besser aussieht hier drinnen. Ich habe eine Quest für dich. Och, nö. Doch. Komm her. Ja, so. Was? Gehe zu dem Ort. Du hast ein schönes Schnäuzli übrigens. Hey, danke. Gehe an den Ort, wo ich gerade bin. An welchem Ort bist du denn gerade? Tapp dich durch. Und dann steig direkt aus. Durchtappen, ja, wo bist du denn? Also du kannst jetzt noch Heuballen kaufen für unsere gute. Also essen doch für Essen Heuballen, oder? Wir brauchen Stroh für einen Stall, das ihnen von der Gesundheit her gut geht. Und Heu fressen sie ja zu 80% irgendwie, ja? Und sonst Gras. Ja, aber also Heu ist ein bisschen effektiver. Kaufen sie es Weed schon mal. Ich würde aber Heu kaufen. Okay, dann kauf beides. Also. Aber wir mischen es einfach, oder? Wir mischen es einfach. Wir holen uns einen Mischer und dann machen wir eine Mischration. Aber das ist noch ein anderes Ding, glaube ich. Wir können lieber einfach ein bisschen Heu und ein bisschen Gras angehen und das wär's gewesen. Dann kriege ein bisschen Heu und Gras an. Das wären Ballen, oder? Nein, also Vierecke, ja. Da die Viereck. Keck. Weizenstroh, nein, Heu. Wie viel? Nee. Je 6. Ich könnte 8 direkt. Ja, dann je 8, ja. Hast du mich überredet. Ich tue 24-7 den Bello streicheln, Alter. Ah, es geht um. Nein. Und jetzt noch Gras. Weed, ja. Der ist schon klar, dass man das nicht einfach so kaufen kann. Doch. Nein, auch einen Ballen. Ah, du hast ja Gras gekauft jetzt. Das ist Heu, du Schiedling. Ach so, ja, Stroh meine ich. Ah, ja! Sag doch, ja, kaufen wir halt noch Weizenstroh. Auch 8 Ballen. Ja. Aber du weißt schon, dass man die nicht einfach so ankehren kann, sondern die musst du verstreuen. Ja. Wir müssen so einen Streuer kaufen. Nein. Hey, perfekt. Easy, perfekt. So, und jetzt kannst du noch so einen Streuer kaufen und mich da noch bringen. Okay, geh mal zum Glas-Doktor. Was meinst du mit Streuer? Meinst du das Teil, das so eine Schnecke drin hat, was alles zerstört? Ja, nein, ein Streuer, wo das Heu reinschmeißen kann. Und der tut das dann so ausstreuen. Weißt du, wir können es nicht als Ballen da hinten durch, das ist daraus. Kannst du mir im Shop sagen, oder kannst du es aber selber kaufen? Hat doch gar nicht so ausgesehen, Mann. Mit der Aussage, es ist ein Streuer, weiss ich ja nicht, was das ist. Ja, ich weiss es doch auch nicht, was das ist, aber wir haben das einmal in einem anderen Hof schon mal benutzt. Schön, dass wir das schon mal gebraucht haben.
Ja, weil man es dort. Meinst du etwa auf der Schoggi-Müsli-Farm? Genau, doch, ja. Ach so, das Teil, wo wir uns so gestritten haben, weil ich so ein heimmodernes Teil holen wollte und du eigentlich so ein. Genau, scheinbar, ja. Ja. Okay. Andere Sache, könntest du vielleicht den Anhänger nehmen, der mit den Ballen willigen sind? Ist mein Traktor nicht so geeignet für die Größe. Ich bin die Größe. Blöd, ich bin die Größe, ja. Nicht. Ja. Ja, kann man schon nehmen, ja. Joke. Good joke from Batman. We make good jokes, guys. Batman making good joke. Oh, oh, oh. Yo ho ho. Yo. Hey, das wird ja ein richtiges Comedy-Stück, das wir da haben. Und keiner kommentiert. Ja, Kommentierstück. Das sind manchmal so auf Mikado. Das sind so Leute, die du kannst bezahlen und sie lachen dann für dich. Aber ich bin ja, ja. Wo auf Mikado sich so schreiben, so, ja, ich schreibe Kommentar für dich. Kommentar kaufen ist schon leid. Das wäre doch ein Geburtstagsgeschenk, Cedric, oder? Was? Kommentar? Ich ein paar Kommentare kaufen. Nein! B drücken, B. B! B! Geht nicht. Gerade musst du erst ein bisschen wegfahren. Hättest du das Zeug nicht einfach mit dem Spannseil festmachen können? Hättest du das nicht machen? Wieso hast du das nicht gemacht? Ja, ich fahre ein bisschen weg und dann... Ja, fahre weg. Ist das selbstladend? Ja. Schon? Aber bei B... Ausschalten. Ja, aber BB funktioniert ja, dann nicht. Steig mal aus, du bist einfach ein Keck. Dann nimm den anderen Traktor rum. Dann gang du auf die Seite. Sama! So, noch zwei. Ich muss vor allem noch einen besseren Weg rausfinden, Alter, weil das ist ein bisschen leer. Wieso? Wir fahren doch hier einfach gegen. Das müssen wir eigentlich. Ja, okay, du bist falsch gefahren. Ich fahr so, Alter. Sama. Was willst du jetzt? Hey, ja, wie will ich jetzt um die Kuh wegkommen? Ei. Ey, schreibe doch mal ein paar. Schreib es doch mal in den Kommentar, wenn Jamie es dann machen. Schreib doch mal in den Kommentar, wieso nicht in den Kommentar schreibt. Puff, System getroubled. Getroubled. System getroubled. Weg da! Ah, du bist noch lange nicht da. Ich bin da. Was willst du, hä? Vielleicht gar nicht. Jetzt Parkplatz. Jetzt perfekte Parkplatz, for real. Also. Wie kannst du Licht abmachen? Ah, da. So. Ich nehme mit dir einfach mal das Trab, wo Heu ist. Ach du, ich habe es noch nicht gelöst, also. Dass du mal einfach lösen. Einfach hier stehen bleiben und lösen, nicht durchfahren. Ich muss zuerst mal das schön parkieren hier. Ist egal, du kommst nachher schon wieder weg. Das bringt uns weg, das ist gut ins Image. Okay. Das Image, Alter. Ich würde ein paar Leute noch aus dem Schoggi-Müsli-LS-Projekt den Anhänger. Weil der Anhänger kann etwas ganz Spezielles. Was denn? Ah! Hier verlegen. Ja, stimmt! Also nimm den drauf, was du willst, hä? Ja, du Arsch! Hallo, bitte! So, jetzt soll's gehen. So, da, Z. So, perfekt. Es geht immer noch nicht.
musst loslassen. Du kannst nicht rumlaufen für das. Nein. An der Stelle entladen. Ah! Ah! Kann ich jetzt das... Wohin tun? Das... Ah, das hier gehört nicht zu der... Kuh. Das gehört zu der Kuh hier. Das gehört zu der Kuh hier. Das gehört zu der Kuh... Das gehört zu der... Der Regen öffnen, bitte. Hm? Ich bin ein bisschen verbuggt, weil ich tue immer noch den Bruno streicheln, denke das Spiel. Ah. Hallo, ich bin frei. Ja. Und dann können wir das Stroh können wir auch drauf nehmen. Und das Stroh legen wir einfach hier an. Legen wir hier an. Legen wir hier. Jetzt. Jetzt geht der Deckel. Geht der Deckel, hey. Warte. Aber jetzt trotzdem schnell einen kleinen Versuch. Du hast das Stroh angelegt. Ich habe das Stroh genommen. Und da einfach hier angelegt. Einfach hier angelegt. Und jetzt frage ich mich, wieso man so ein Mistteil gekauft hat. Ich habe mich auch gerade. Warte, nein. Hey, ist das schon alles voll da? Ah, wir haben zwei von denen. Wir haben schon vorher einen gehabt. Gut, dann gehe ich einmal den anderen, das kleine Teil hier parkieren. Sieht so aus, als wäre das Stroh voll, ja. Dann wird der Ball hier wieder befüllt. Warte, aber wir haben doch oben eigentlich, dort wo wir jetzt Traktoren haben, eigentlich ist doch dort, ist nicht dort für eigentlich so Zeug. Da könntest du einfach... Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weil, ich weiß es nicht. Jo, das Begriff. Habe ich schon gesagt, dass ich es nicht weiß? Nö. Nicht? Nein. Nicht? Ich sehe schon wieder, das Let's Play ist hochinteressant für die zwei Menschen, die sich damals unter dem Short und dem LS in sie angekündigt haben, gewünscht haben, oh ja, LS, LS, oh. Und dort haben die Leute in den Kommentaren geschrieben, warum? Wir bringen das ganze Video einfach in 60 Shorts raus, Alter. Gott. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich weiss, wo ich den kleinen Einachsen soll parkieren. Einachsen? Nein, nicht einer. Der Ebi. Aber ich keine Ahnung, ich finde die Teile so wild, aber ich habe keine Ahnung, wie sie heißen, Alter. Schilder baut die, Ebi baut die. Ich habe da so einen guten Parkplatz gefunden. Ah, da. Warte, ich helfe dir. Nein, hör auf. Hey, nein, das schaffe ich selber. Okay, ich werde dich nicht schätzen. So, jetzt muss ich ganz kurz in meinem Garagen-Menü nachschauen. Weißt du, ich habe so einen Knopf und dann kann ich so das Garage anschauen. Okay, wir haben kein Wasser. Sass. Nein, du kannst gerade wieder zum Shop fahren. Mit dem Teil oder nein? Doch. Zack für das Teil. Okay. Ja voll, jetzt habe ich schon auf die Eisbock hier, das kann ich nicht gehen. Ja. Also los, wohin? Ah oh, ja. Okay, ja voll. Hast schon was sein. Ich bin zum Shop und du. Ja, gang hier. Ey, das habe ich vorher. Das hätte ich dir vorher gesagt, dass ich GTA gespielt habe und so. Und der ganze oben schon läuft die ganze Zeit schon scheiß Fliegen auf mir und auf meinem Bildschirm um. Eigentlich ist Aggression gerade. Und es ist wirklich nur noch zum. Ja, wie bei GTA auch. Verstehst du mich? Ja. Ist ein treuer Begleiter oder was? Die Fliegen, die haben alles schon gesehen, Alter. Bin beim Shop. Das liegt dort. Nö. Doch. Ah, da. Das sieht man gar nicht. Mit von hier sieht es 1 zu 1 mit Verlängerung von diesem Tank hinten draus. Und was, ich habe ja schon eine Ladebrücke, was soll ich jetzt mit der machen? Einfach die hat zurückgefahren.
die hier abladen und dann wieder. Du kannst jetzt auch von Hand holen. Nein, das mag ich jetzt nicht. Du rennst gefühlt noch länger. Dann du das andere Teil drauflegen. Du das Tankteil aufs andere drauflegen. Komm. Dann mit L kann man es glaube ich befestigen. Theoretisch. Jo, habt. Ey, fliegen auf dem Mond. Aber ich kann nur mit 6 km anfahren. Fliegen, ich meine, das ist ein schönes LKW für die WDPD. Ah ja, das finde ich auch. Voll, ja. Du bist sicher fliegen, dass das schön ist. Ja, okay, gut. Ich finde das schon, ja. Mann, das ist so eine komplizierte Sache. Da hängt schon jede Mecken an. Das ist so beschissen auf der. Aber ich kann nur 15 km/h fahren. Oho. 15. Wie komme ich da in die Ego-Perspektive zu sehen? Ja. Direkt viel besser. Und da sollte ich jetzt dann reinfahren. Ich muss kontrollieren, ja. Du bist mit meinem Shop übergelassen. Gut. Stolz auf dich. Gut gemacht, sehr träge. Danke. Wo soll ich das Wasserteil anstellen? Ganz kurz, out of Video. Wie lange geht die Aufnahme? Also bis jetzt läuft sie 45 Minuten. Und ich denke... Weil es so Stundenaufnahme. Oh nein, du schneidest schon anscheinend. Ja, ich schneide schon noch. Wir haben bis jetzt so einiges gesagt, das kommt jetzt nicht rein. Zum Beispiel so wie jetzt. Und ja, von da mal. Mal schauen. Wird wahrscheinlich auch so 20-30 Minuten Videos einfach. Okay. Wer Bock hat, soll es schauen. Was? So, Jamie! Sorry! Was meinst du, wo habe ich das Teil anstellen? Irgendwo da? Ja, komm. Wir haben so eine Schuppe gehabt, wir könnten mit aufsetzt rein parkieren. Ja, wo? Welche Schuppe? Also, I show you. You take the ball. Hey! Du hast es anscheinend festgemacht? Ja. Jetzt nicht mehr. You take the ball. Und du machst einen Bottleflip. Du machst einen Bottleflip! Ich würde sagen, dass der... Auf dem Baum oben ist! Nein. Samma! Sie hat gesagt, dass man ihn einfach hier anstellt. Hallo? Nein! Es hängt! Einfach hier anstellen, dass man dann einfach dran fahren kann. Weißt du, einfach das anstellen, dass man direkt reinfahren kann, irgendwie so, ja. Perfekt! Jetzt kann ich... Ich habe nicht merken können, dass das da ist. Ja, natürlich. Ja, das können wir uns schon bei unserem super Gedächtnis. Fahr mit! Ah! Haben wir da irgendeinen gescheiten Platz? Ja, easy, Alter, da jetzt Platz, komm. Ah! Perfekt, die Parkier. Aber Jamie, Retour. Cedric vor der Aufnahme. Jamie, wir brauchen das Kraftpaket wirklich nur ganz selten. Sigru. Ich weiß es doch. Also ich würde sagen, da kann man rechts noch ran. Hey! Was ist das passiert? Also ich würde ihn dort auch noch hin, dass man so in der Mitte noch etwas also kann. Aber den Tank könnte man halt dort anstellen, ja. Nein! Okay. Bin jetzt noch nicht zufrieden mit dem. Der Meister hat gesprochen. Hey, du, ich brauche den jetzt gerade wieder, also. Das ist mir gleich, du Dutsch! Ah! Hab ich wieder angekoppelt? Ja.
Meine Hand ist ein bisschen gekrüppelt. Dann mal abkuppeln hier, ja. Perfekt. So, wie geht's unseren Kühen? Gehen wir mal schauen. So, sie haben genug Heu, genug Stroh, Milch noch überhaupt nicht. Produktivität 0%. An was liegt das? Gülle auch nicht, Reproduktion, Gesundheit 0%, okay. Wo ist unser Weiher? Aber das weiß ich noch nicht. Nein, da hinten. Da hinten noch einmal. Ah, da. Ja. Ja. Wahrscheinlich nicht, aber ja, ja. Haben wir da keinen Beifahrersitz installiert? Das gibt's noch nicht. Und vor allem Gatte. Das sind Rehe, ich kann sagen. Ja, du kannst aber, du gescheit, halt zurück. Zurück. Ich hab zwei Rehe. Zurück. Ja, zurück. Du kannst hier runter. Hier zu mir runter. Ja. Perfekt. Was sieht das sehr geil aus? Alter, das geben wir jetzt den Kühen. Aufs Aufwaffen nicht, ich hab die sonst nicht. Nein, nein. So funktioniert das in echt auch nicht. In echt auch, für die, die es nicht wissen. Aber weißt du, wenn es schon nicht. Wenn es das mit dem Ding schon nicht gibt, mit dem Vierfahrer, dann könntest du doch so machen, dass du wenigstens drauf kannst laufen. Hallo. Geh ein bisschen hindern. Ja. Wir können nach dieser Folge mal schauen, ob es es jetzt doch gibt oder so. Ja. Weil es war gescheit. Ja Leute, schreibt mal einen Kommentar, wie findet ihr den Landwirtschaftssimulator? Schreibt auch mal einen Kommentar, wenn ihr programmieren könnt und umsetzt so einen Mod-Simulator. Genau das. Ja. Und wo kann ich da Wasser geben? Ich habe das Gefühl, auch hier hinten. Oder nein, braucht er überhaupt Wasser? Brauchen nicht die modernen Kühlstelle heutzutage gar keine so Wasserträger? Oh scheiße. Ah nein, nein, bitte wieder einfach zurückstellen, ja. Wohin soll ich das stellen? Zurückstellen nicht mehr, dort steht so beschissen im Fall. Dann steht er jetzt. Also da ist die Gülle. Da ist das Gras. Ich glaube im Fall der Wucht. Die sind am Wasserhahn angeschlossen, so wie ich weiß. Ja, das kann ja, gut sein, weil wir haben auch keine Wasserleist. Ja, da haben wir wenigstens andere Orte, wo wir das brauchen. Ja, und wo gehen wir jetzt hin mit dem Wasser? Jetzt musst du dann parkieren und das Wasser bleibt fehlen. Haben wir nicht irgendeinen Stall irgendwo, wo noch keine Tiere drin sind, aber wo man schon Wasser rein tun? Oder einen Wassertank? Du kannst erst Wasser rein tun, wenn die Tiere drin sind. Du kannst jetzt einfach eindrücken und dann fließt alles auf den Boden. Oder kontrollieren oder so. Nö, ich gehe jetzt auch parkieren, muss man das nächste Mal nicht mehr holen. Ich bin ein Genius. So, und jetzt seht ihr noch am Schluss von dieser Folge, wie das Cedric halt seine Fahrkünste beweist und jetzt da schön gut parkieren. Ich muss. Ich stelle den wieder hier ab. Ich finde, das hat so ein bisschen Stil, wenn man den hier abstellt. Das ist es so. Na bitte. Wie kann man da abstellen? Noch weiter. Stopp! Kuh. Gut, und jetzt. Kuh, Mu, mach die Kuh! Schnapp, mach das Krokodil, schnapp! Ja, nicht der Fall. Ich kann später loslassen. Hallo? Mach nichts. Aha. Mann! Hör auf! Warte, wir gehen jetzt. Wo willst du parkieren? Ja, da vorne. Jetzt da unten. Au! 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 Nein, hör einfach auf! Hör auf! Hör auf! Ja, ja. Ich nenne das Video es KG Intertraktor, ehrlich. Oder ist es so etwas, alle? Nö, nennen wir es nicht. Der Traktor ist eine Rakete. Ey, das ist so ein beschissener Rückwärtsgang, das glaubst du nicht. Ja, noch ein Bits, noch ganz ein Bits, noch ganz ein Jahr, noch ein Bits. Aber das ist ja wieder angekuppelt. Nein, eigentlich wird. Das ist gut.
Eigentlich werde ich ihn gar nicht ankuppeln. Ja, da ist gut. Aha, du willst runterfahren, oder? Nein, einfach so da ran. Ah, okay. Licht aus nicht vergessen. Oh, what if? Ja. Und damit. Hat es uns gefreut, dass wir hier da unsere Kühe mit euch zugetan haben? Ein Moment, nächste Woche. Ein Moment, ich habe ein. Es ist wahrscheinlich kein einziger aufgefallen. Aber ich habe etwas vergessen am Video. Was? Du hast schnell. Guten Morgen, guten Mittag, Arerau. Halt dein Maul. Ja, das ist noch gesagt, gut. Und jetzt ist es guten Abend, gute Nacht und. Und wenn ihr das Video auch immer schaut, vielleicht auch guten Morgen, ich weiß es ja nicht. Oder einen guten, wenn ihr es zum Mittag oder zur Nacht schaut. Schau mal deine Statistiken an und schau, wenn sie es schauen. Ja, aha, gibt's das, okay. Ja, ja. Schauen wir nachher. Schauen wir nachher da, ey. Also, ey. Leute! Seht euch das Wänkli. Jo, lass doch fertig. Wenn wir nicht kann anhaken, lass doch. So. Gut. Ja, eben, see you later, Alligator. Irgendetwas, ja, nächste Woche sieht man sich wieder bei einem an. Ich denke nicht, dass dann nochmal LS kommt. Dass dann wieder mal etwas anderes kommt, was wir schon lange gesagt haben. Das sieht echt hässlich aus. Ich weiss. Und. Das GTA kommt dann, ja. Und bis dann. Jamie, willst du noch etwas sagen? Okay, bye bye! Bye!